Oh. Ja, Frühstück ist jetzt angesagt, bevor es wieder losgeht. Was das hier für ein Saft ist, habe ich überhaupt keine Ahnung, hat Stefan gemacht. Schmeckt irgendwie im Geschmack, den wir hier noch gar nicht hatten. Was ist das? Raspberry heißt das, glaube ich. So, ich habe mir eine schöne Waffel gemacht. Ich muss mal sagen, das Frühstück hier in dem Hotel, wo wir sind, Comfort Inn, das ist wirklich super. Genauso wie das Zimmer. Und ich muss sagen, das war das beste Badezimmer, was wir hatten. Also die beste Dusche, wo ein bisschen Wasser rauskam, richtig vernünftig. Das ist hier in den USA ein bisschen, ist öfters mal, dass das Wasser irgendwie so spärlich da rausgeblubbert kommt. Und heute war richtig toll. Ja, und der Saft hier, auch mal ihn probieren. Oh, schmeckt gut. Du hast doch wohl ein anderer Waffel. Ja, ich weiß. So, wir haben gut gefrühstückt und ein Rätsel dieser Reise ist gelöst endlich. Es handelt sich hier um dieses Moonroof, genannt Sonnendach. Und der Knopf ist gefunden. Hier unterm Dach ist einer open. Herrlich! Und das bei dem Wetter. Naja, Sonne scheint nicht. Es ist angenehm mild, sag ich mal. Können wir nicht mal auflassen, das Sonnendach, oder? So, mal sehen, wo wir heute hinfahren. Wir sind jetzt hier in Oklahoma City. Hier wäre Dallas. Keine Ahnung. Ich glaube, wir fahren erstmal jetzt in Richtung Dallas. Aber erstmal wollen wir noch was sehen von Oklahoma City. Ich dachte mir, wir gucken uns mal die Innenstadt ein bisschen an. Eben noch ganz kurz. Jetzt haben wir nur das Kino gesehen, ne? So, auf geht's. Ja, was sehen wir hier? Hier sehen wir einen Stefan und dort sehen wir so ein Kapitol. Was für ein Kapitol war das denn nochmal genau? Wissen wir gar nicht, oder? Das ist das Oklahoma State Kapitol. Ach so. Ja, hier kann man wahrscheinlich nicht rein. Wir waren ja schon mal während des Urlaubs in einem Kapitol. Aber hier sehe ich kein Besucherschild für einen Einlass. Unser Bremer Rathaus ist auch ganz nett. Oklahoma offenbar viel Geld mit Öl verdient, hat man hier vom Kapitol zwei Ölpumpen aufgestellt. Ja, Ölbohrtürme aufgestellt und auch da hinten, wie ich sehe, eine Pumpe, die wir schon ganz oft hier auf den Feldern so beim Vorbeifahren gesehen haben. Ja, gehen wir mal hin. Schon sehr imposant, dass man mal so einen Bohrturm da aus der Nähe betrachten kann. Thank you.
jetzt auf der Interstate 35 in Richtung Süden, in Richtung Dallas. Und auf dem Weg dorthin befindet sich die Southford Ranch. Das ist die Ranch, die damals in den 80er Jahren als Drehort für die TV-Serie Dallas gedient hat. Erbaut wurde die Ranch 1970, habe ich gelesen. Ich bin ja eigentlich mehr der Denver-Clan-Vertreter, muss ich mal sagen. Aber wenn man schon mal sowas sich angucken kann. Ich fand es ja auch nicht so schlecht. Ich habe es nur so selten geguckt, aber JR und mit Larry Hagman, das war schon ganz gut gemacht. Und vielleicht kommen wir da ja ran und können uns das mal angucken da. Und wenn nicht, es ist nicht auf dem Weg und es ist kein Umweg gewesen. Ja, ich kann dazu wenig sagen. Ich habe schon Probleme, Denver Clan und Dallas auseinanderzuhalten. Ich weiß noch, es gab eine Zeit, hat Stefan die Serie wieder geguckt und ja, als er frei hatte, morgens dann geguckt hat und ich zur Schule ging, habe ich ihm oft Tschüss gesagt. Dann habe ich gesehen, auf dem Fernseher lief Denver Clan oder Dallas. Also ich habe da echt Probleme mit, habe ich noch nie geguckt, aber ich weiß... Natürlich war es Denver Clan. Ja, da war es mit Brandy, ne? Ja, genau. Ein Brandy? Das ist einfach nur cool. Das hat sich irgendwie so in meinen Kopf festgesetzt. Alle, die... zu Besuch gekommen sind, haben erstmal von, wie heißt er denn noch? Das ist alles schon so lange her. Naja. Blake Carrington erstmal einen Brandy angeboten bekommen. Ich weiß, Stefan schwärmt immer davon und ich habe auch eigentlich gar nichts dagegen, ältere Sachen zu gucken, weil die sind oftmals sogar noch besser. Stimmt zum Beispiel bei Terminator 2 oder den Film aus dieser Zeit, aber irgendwann ist mir etwas auch zu alt und dann habe ich nicht wirklich Lust, das zu gucken, weil ich meine so, allein was heute alles möglich ist, das macht jeden Film viel actionreicher, aber oft, ich weiß, es ist eine Serie, aber keine Ahnung, ich finde nicht den Antrieb, dann sowas zu gucken. Kurze Pause, wir werden mal angehalten. Wir sind jetzt hier in der, wie heißt das hier, Winster World Casino and Resort. Wir sind eben schon vorbeigefahren auf der Interstate in diese Richtung und das sah aus wie Klein Las Vegas. Wollen wir uns mal angucken. Wir haben ja viel Zeit, eine Hitze auszuhalten. So, mir hat ja Las Vegas schon sehr gut gefallen. Wir waren auch tatsächlich jetzt schon in der Nähe. Aber ja, da haben wir dann die Biege gemacht, dass wir so in einem Bogen langsam wieder auf den Rückweg kommen, obwohl das alles viel zu früh ist. Aber wir, dafür machen wir ein paar mehr Stops, wie zum Beispiel jetzt hier. Und ja, da mir Las Vegas sehr gut gefallen hat, hoffe ich, dass wir hier auch dieses Las Vegas-Feeling wieder bekommen. Stefan hat es ja beim letzten Mal nicht so gut gefallen, da er den Geruch von Cannabis nicht abkann und der dort eigentlich so ziemlich überall war. Also mal schauen, wie es hier ist. Ich muss mal sagen, dieses ganze Glücksspiel ist nicht so meine Welt, überhaupt nicht eigentlich. Aber wir haben gedacht, wenn wir schon mal hier sind, es ist um die Mittagszeit, wir haben es 11:30, was kann man Besseres machen, als hier in der Kühle des Casinos und des Restaurants was Leckeres essen. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? In so einem American Grill. Und wir warten auf unser Essen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir Ribs and Chicken bestellt. Kostet Kleinigkeit, aber ist glaube ich auch relativ viel. So, was Glücksspiel angeht, ich muss es jetzt nicht haben. Ich kann mir vielleicht vorstellen, das vielleicht mal an so einem Wochenende, wenn man mit Freunden unterwegs ist, zu machen, aber nicht irgendwie, um süchtig zu werden oder weil man wirklich an Geld muss, dann würde ich niemals ins Casino gehen deswegen. Aber ich esse ja jetzt erstmal nur hier und bei mir gibt es einen All-American Cheeseburger. Und bevor wieder jemand sagt, wie Stefan zum Beispiel, warum musst du überall das Gleiche essen? Cheeseburger sind überall unterschiedlich. Das beste Beispiel ist, wenn man bei McDonald's so einen, keine Ahnung, was ist, so eine Matschepampe da auf den Teller bekommt und wenn man dann bei Chili's so einen hochwertigen Burger kriegt. Und wie gesagt, überall unterschiedlich lecker. Ja, Essen ist da, schmeckt und riecht schon mal sehr gut. Das ist der All American Cheeseburger und das ist Ribs and Chicken.
Riecht auf jeden Fall sehr gut. So, das wollte ich immer schon mal essen in den USA. Jetzt ist es endlich mal soweit. Ich liebe sowas. Ribs. Oh. So schön zart. Hammer. Und lecker mariniert. So, wir sind jetzt von innen einmal komplett durchgegangen. Und ja, es sieht halt wirklich aus, genau wie in so einem Las Vegas Casino. Also auch die Bauten da drin und also wirklich, das Las Vegas Feeling ist ein bisschen da. Nur halt, dass wir ja tagsüber da sind, ist halt ein bisschen Las Vegas, was man da ja so in Erinnerung hat. Bei mir zumindest den ganzen Lichter abends. Aber wie man hier auch von außen sieht, selbst hier haben die mit den ganzen Städten und Ländern gearbeitet. Also haben sie gut hinbekommen. So, das ist der Hammer, wenn man jetzt rauskommt. Wie viel Grad haben wir geschätzt? Vielleicht etwas über 30 Grad, ja, würde ich sagen. Also, wie ein. Also, es fühlt sich wirklich an, als ob man in Las Vegas wäre. Da war es auch nicht heißer, würde ich mal sagen. Ich hab's heißer in Erinnerung, weil man da, ich glaube, da hatten wir ja auch so einen Höhepunkt der Hitze in der Reise. Hatten wir dann später auch nochmal mit Death Valley doch noch übertroffen. Aber da war die Hitze für mich auch noch neu und wir sind halt wirklich den ganzen Tag diese Las Vegas-Straßen hoch, waren ja auch Treppen, Rolltreppen waren ja ausgefallen, soweit ich weiß. Sind wir hoch, runter, über die Brücken, nach links, rechts, geradeaus, wieder zurück, alles gelaufen und dann auch wieder Treppen. Also ich habe das da viel heißer in Erinnerung, aber ich glaube, es war gar nicht so heiß. Oh, Autos. So, jetzt ist die Frage wieder, wo unser Auto geblieben ist. Ah, das ist immer das Gleiche, jeden Tag das aufs Neue. Da muss aber hier irgendwo gewesen sein. Da. Das ging doch einfacher als gedacht. Ja, der Fahrer musste sich noch hinsetzen. So, jetzt sind wir hier am Moss Lake in der Nähe von der Ortschaft Gainesville. Und da wir seit vielen, vielen Jahren Conny Reimann und seine Familie, die nach in die USA ausgewandert sind, von Hamburg aus, verfolgen. Ja, es ist so ein Ort hier, was wir kennen aus dieser Serie. Das ist ja, wie gesagt, der Moss Lake. Und da hinten irgendwo um die Ecke rum, da muss das Anwesen von den Reimanns gewesen sein. Und da es in der Nähe war, von dem Casino, wo wir gerade waren, haben wir es mal eben besucht. Einmal da tanken, wo Conny Reimann auch getankt hat wahrscheinlich, nämlich in Gainesville, wo wir jetzt gerade sind. So, wir sind jetzt tatsächlich angekommen auf der South Fork Ranch und haben hier schon unsere Tickets für eine Führung gleich. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Hat schon einiges gesehen, was man aus dem Fernsehen kannte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier ein riesen Brimborium, was die hier machen. Das ganze Gelände ist mit Wegweisern vollgestellt. Gibt also auf jeden Fall viel zu sehen und auch zu der Serie viel nachzulesen hier, wie alles zusammenhängt. Wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht mehr so mit aus. Ich habe mir so Denver Clan geguckt. Trotzdem bin ich jetzt sehr gespannt, hier was zu erfahren über die Serie. Vor allem mit JR. Da lag sogar sein Colt, oder der Colt, mit dem er erschossen worden ist. Ja, geht gleich los. Sind wir auch schon mitten auf der Tour und hier schon beim Höhepunkt angekommen, bei mit dem Farmhaus, was man so kennt. Mhm.
Ja, und hier haben wir eben erfahren, haben die Ewings immer gefrühstückt. Das ist der Originaltisch auf jeden Fall noch. Da haben die immer gesessen. Jetzt kommt das Beste. Bei diesem Wetter vor allen Dingen. Ein schöner, kühler Pool. Voll fette Insekten. Der sah aber in der Serie ein bisschen größer aus. Das wurde mit Spiegeln vergrößert, dass das fast so wie so ein olympischer Pool aussah, habe ich gerade gehört. Aber vorher gar nicht gewusst, dass er so groß aussah. Keine Ahnung. Schon einiges vom Haus von innen gesehen. Jetzt sind wir hier bei 40 Grad draußen. Gucken mal auf das Haus hinter uns. Das sehr bekannte Haus aus dem Fernsehen. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe die Serie nie gesehen. Ja, müssen wir mal zu Hause ein paar Folgen nachgucken. Muss ich aber auch. Auf jeden Fall die Folge, wo JR erschossen worden ist, muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall ein Wahnsinn, nach so vielen Jahren, wie dieser Hype hier in den USA hochgehalten wird damit. Aber das habe ich ja schon immer so empfunden. Was hier in den USA mal beliebt war, das bleibt auch beliebt und ist niemals out. Und das finde ich auch total klasse, dass das so gehandhabt wird. Bei uns ist es ja so in Deutschland oder in Europa, dass einfach Filme mal in die Jahre kommen, dann interessiert es keinen mehr. Hier ist es ein bisschen anders und das merkt man hier auch, dass die Leute hierher kommen und wir haben mal eben für die Tour hier $40 bezahlt. Aber es ist auch wert, muss ich mal sagen. Ist schon was Besonderes. Ja, jetzt haben wir von der Ewing Ranch alles gesehen, was man sehen kann. Leider kann man nicht zu dem hin, was ich am meisten in Erinnerung habe, nämlich dieses Tor am Anfang der Ranch, der Eingang. Das kann man zwar sehen von hier aus, irgendwo da hinten, aber man kann da irgendwie nicht hingehen, leider. Egal, ich bin sehr zufrieden, hatte mir das vorgenommen zu Hause, als wir wussten, dass wir diese Reise machen hierhin, wenn wir nach Dallas kommen, dass wir versuchen, diese Ranch hier zu besichtigen. Hat funktioniert. So, jetzt geht's zum Auto, denn wir haben großen Durst. Leider haben wir nichts zu trinken im Auto, außer warmes Wasser. Und darum müssen wir erstmal gleich irgendwo hinfahren, wo es kalte Drinks gibt. So, das hier habe ich gemeint. Das ist hier der Eingang zur South Fork Ranch, den man auch vom Fernsehen kennt. Und ich kenne es besonders vom Vorspann. Da war ja so eine Luftaufnahme, wo der Hubschrauber, der das gefilmt hat, so rüberflog über die Ranch und dann hat man diesen Bogen gesehen. So, das ist schon echt der Wahnsinn. Wir wurden ja indirekt schon gewarnt, oder wir haben schon gehört, dass in Dallas hier wieder die Blutglocke herrscht. Also es war ja, wo wir herkommen, ist Oklahoma, war es deutlich kühler. Hier ist es wieder so wie am Anfang des Urlaubs, ne? Also eigentlich finde ich es gar nicht so. Also ich finde es eigentlich gerade warm, aber angenehm warm. Das ist die Hitze, es ist ein Wahnsinn. Oder vielleicht habe ich auch schon den Hitzestich weg. Ja, das würde ich auch mal so eher so bezeichnen. Ja, aber gerade finde ich es nicht so schlimm. Gut. Hier sind wir jetzt am Eingang der Mall. Wir haben unseren Wagen in einer Tiefgarage oder Parkgarage geparkt in Level 1. Ich habe das Gefühl, dass wir da noch Probleme geben, dass wir das Auto nicht wiederfinden. Ja, das ist natürlich auch so.
Also diese Mall erinnert mich irgendwie an einen Flughafen. Also es ist gigantisch hier. Ich muss mal sagen, das ist glaube ich die größte Mall, in der ich jemals gewesen bin. Drei Etagen und jede Etage ist größer als jede andere Mall, wo ich bisher war. Also es ist schon traurig, dass eine Mall größer ist als unser Flughafen. Ja, der Flughafen passt hier mehrmals rein in die Mall, das muss ich auf jeden Fall sagen. Wahnsinn. Ja, hab was gefunden, eine Atlanta-Jacke. Und gibt es bei uns im H&M in Deutschland nicht. Und ich finde, hat eine gute Qualität, ist so schön weich von innen, also so schön kuschelig irgendwie. Und der Preis stimmt auch, also 35,99. Das ist also, ich würde sagen, dafür ist das ganz, ganz mehr, besser als gut. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Muss ich immer wieder wundern, dass man es schafft, ohne irgendwie so ein Crash zu bauen. Der Verkehr ist echt der Wahnsinn gewesen. So, das ist Johnnys Hotel, das ist Windgate bei Windham. Sieht von außen, muss ich mal sagen, ganz gut aus. Von innen hoffentlich auch. Gut, wenn man zu zweit fährt, da muss man nicht immer alles alleine machen. Denk schon. Hm? Hab ich es verstanden, ich war da. So. Angekommen, wie immer, Roomtour. So. Koffer abgestellt. Und los geht's diesmal mit dem Badezimmer. Ja, was haben wir hier? Waschbecken, Toilette. Badewanne, die eine Dusche ist. Wenn wir dann weitergehen, haben wir den Kühlschrank. Mikrowelle brauchen wir nicht. So eine kleine Sitzfläche. So eine Arbeitsfläche haben wir auch hier. Ein Queen-Size-Bett. Und noch eins. Und von dort aus kann man dann auf den Fernseher blicken. Ja, ich habe mir jetzt auch mal angetraut, diesen Southwest-Style-Salad, den isst Stefan immer. Und das glaube ich schon seit unserem ersten USA-Roadtrip. Und deshalb bin ich auch schon vorgewarnt ein wenig, weil es ist noch ein bisschen, also es ist fast so ein bisschen wie bei so einem Überraschungsei. Hier drin sind oft auch noch zum Beispiel ein paar, sind noch mehr Tüten hier drin? Ja? Stefan nickt. Das ist ja doof. Ich muss mal hier den ganzen Kram drin wühlen. Was ist denn hier noch drin? Achso, das Rest hängt ja schon draußen. Achso. Oh. Was ist denn das hier? Das weiß selbst der Profi nicht. Ja, irgendwelche scharfen Gewürze. So. Dann würde ich das Dressing jetzt machen. Mit Soße muss ich mal vorsichtig sein, habe ich in dem Urlaub bis jetzt nur Pech mit gehabt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass mir gleich wieder alles entgegenkommt. Machen wir es auf die alte Methode. Wow. Schön ordentlich, alles rauf da. Hoffentlich mag ich es dann auch. So. Das ist auch so ein Grund, warum ich immer die Ananas-Sachen genommen habe. Muss man nicht zubereiten, weil ich bin für sowas zu faul. Wow. Das kippe ich jetzt einfach drauf hier.
Stecker habe ich natürlich auch gedacht. Fuck. Wo kriegen wir denn hier von allem ein bisschen? So. Immer noch in Dallas und ja, wir werden da heute rausfahren. Und ja, was ist jetzt gerade angesagt? Es ist 7.53 Uhr und wir frühstücken gerade. Koffer haben wir schon zum Auto gebracht. Das Einzige, was uns noch im Weg steht, ist dann eigentlich auschecken. Guten Appetit. Und das Auschecken ist hier in den USA ganz, ganz einfach. Muss man sich nirgendwo anstellen. Einfach den Schlüssel, die Schlüsselkarte in so eine Box reinschmeißen und dann kann man das Hotel schon verlassen. So. Gibt es ein leckeres Frühstück, wie es sich gehört, und sogar Banane. Die drei linken Spuren verwenden und dann die Ausfahrt 45 B links auf Margaret McDermott Bridge und E30 ist Richtung Texarkana nehmen. Noch haben wir die Skyline von Dallas im Rückspiegel und jetzt fahren wir aus Dallas raus und haben als Ziel, also die Richtung, Memphis im Bundesstaat Tennessee eingegeben. Das sind aber jetzt noch über 6 Stunden Autofahrt, das werden wir auf gar keinen Fall heute schaffen. Wir fahren dann auch, wenn ich das richtig gesehen habe, durch den Bundesstaat Arkansas, wo ich auch noch nie gewesen bin. Ich habe noch nie davon gehört. Ja, wird ja Arkansas. Also ich glaube, es wird Arkansas ausgesprochen, habe ich mal gehört. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir da durch. Und wir hoffen, dass wir dann noch mal ein paar Sachen zwischendurch finden. Dass wir nicht so viel auf der Straße sind heute. Heute ist Samstag hier in den USA. Und auch überall anders natürlich. Also Wochenende. Ja, wollen wir sehen, was wir so erleben heute. So, wir haben hier ein schönes Örtchen mit Wasserturm gefunden und ja, hier ist genau der perfekte Platz, um die Drohne mal starten zu lassen. Equipment ist schon fast ausgepackt und ich würde sagen, lassen wir die Drohne jetzt mal in die Lüfte. Ja, los geht's und das mitten in der im Nirgendwo von Texas.
Wir befinden uns gerade im Cooper Lake State Park und ja, gefrühstückt haben wir zwar schon heute, aber wir haben noch Reste aufzubrauchen und deshalb gibt es ein zweites kleines Frühstück. Ja, diese Chipstüte, die tragen wir schon seit Beginn des Urlaubs mit uns herum. Die ist ungefähr noch halb voll. Es musste ja Family Size sein. Die ist für jeden noch ein kaltes Wasser sogar. Und wir hätten noch für jeden drei von diesen Twinkies. Wenn hier schon mal eine Picknickzone ist, dann kann man ja die auch mal ausnutzen. Zumal wir ja an einem richtig schönen See sitzen. Ja, Hitze ist wieder da. Der Eintritt kostet hier pro Person $5 in diesem State Park. Ja, mehr kann man nicht sagen. Jetzt auch erstmal eine gemütliche Pause. Und dann wird es irgendwann hier nochmal durch den State Park weitergehen. Und dann geht es Richtung Memphis. Scheiße. Musst du in der Tüte lassen. Und was sagen diese Twinkies? Schmecken ja nicht schlecht. Sind aber extrem schwer zu essen, wenn sie ein bisschen warm geworden sind, vor allen Dingen, weil sie dann ein bisschen weich sind. Oder sind die immer weich? Sind immer schön weich und fluffig. Also wenn man das auspackt und in die Hand nimmt, kein Wunder, dass die Hand klebt. Also ich mache immer die Tüte oben auf. Dann lasse ich so ein bisschen oben rausgucken und dann esse ich immer das, ohne den Twinkie anzufassen. Genauso mache ich es auch mit einem McDonald's-Burger. Ein Papier drin lassen und dann essen. Schon schlau, der Kleine. Aber das hier so lecker schmecken, gibt es ja auch noch in anderen Geschmacksrichtungen. Das ist das Einzige, was es davon gibt. Das ist normal, aber es gibt auch ganz viele Sachen. Es gibt Erdbeere, die haben ganz viele Geschmäcker. Dann ist die Füllung halt anders. So, für die, die es vielleicht nicht kennen, so sehen sie aus. Und dann kann man die also so aufmachen. Das ist ein ganz weicher Kuchen. Ja, was soll das denn sonst sein? Wenn man das abbeißt, sieht es so von innen aus. Ja, schmeckt gut, muss ich sagen, ja. Auch nicht zu süß. So, wir sind jetzt hier an einem Steg und ja, drumherum ist Wasser, was ein Steg nun mal so an sich hat. Und die Geräuschkulisse ist wirklich echt genial hier. Also es ist, man sagt ja immer, man hat, es ist Ruhe, aber es ist irgendwie keine Ruhe, weil die Grillen sind übelst laut hier. Ja, also das ist der Hammer. Man hört ein bisschen Wasser plätschern. Was man nicht hört, ist die Hitze. Es ist ein Wahnsinn. Die spürt man nur. Ja, aber so echt, glaube ich, die heißeste Zeit des Jahres erwischt für unseren Urlaub, aber egal. Das ist ja irgendwie alles heißer auch gerade, das wird auch überall hingewiesen. Normalerweise ist es hier nicht so heiß, also ja. Ja, entweder Glück gehabt oder Pech gehabt. Ja, wir haben Glück, Sonne scheint, besser als wenn es jetzt regnen würde. Und es ist wirklich herrlich hier, eine richtige Erholung. So, es ist wirklich sehr schön hier. An die Hitze gewöhnt man sich auch langsam, wir haben gerade das Glück, durch den Schatten zu laufen. Und ja, also wie gesagt, die Geräuschkulisse besteht immer noch. Das ist wirklich echt schön. Also ich glaube,
Früher hätte mich sowas nicht interessiert und durch Amerika interessiert mich das auch hier auf jeden Fall ab und zu mal, so ein bisschen durch Natur zu laufen, weil hier ist die Natur auch ein wenig anders als in Deutschland. Boah, scheiße, Spinnen jetzt genau in die Augen. Ja, ein bisschen Parcours hier, ne? Ja, natürlich. Oh, jetzt auch irgendwie an einem... Oh. Was ist das? Mach das weg, Stefan. Eine kleine Fliege war da. Mann, ich sehe die ganze Zeit solche fetten Dinger hier lang fliegen. Weiß ich was, ob das Ding, ob das eine Mini-Fliege ist oder ob das irgendwas anderes ist, was ihr auf meinen Nacken setzt. Jetzt am besten Augen auf. Neue Kette gefunden, die wir ausprobieren möchten. Die heißt Sonic. Muss man hier draußen am Auto direkt bestellen. Ja, warum sind wir aus dem Auto ausgestiegen und sind nicht gemütlich drin geblieben, wie es eigentlich auch gedacht ist? Können wir Stefan fragen. Weil ich an den roten Knopf zum Ordern hier vom Auto aus nicht rangekommen bin. Außer kann ich das Auto noch gar nicht lesen, weil das so komisch war. Ich nehme also Nummer 4. Also press the red button. So. I would like to have the combo number 2. And the combo number 4, please. So you want the combo number 2 and combo number 4, is that correct? No, not number 2, number 4. Sorry. Oh. Two times number 4. So two number 4? Yes. Okay, 5 attached for the first one? Sorry? 5 attached for the first one? I don't understand, I'm sorry. Press the touch. Muss man das hier drücken, das hier, oder was? Sir, do you want tater tots or fries after your side? So, und darum wollte ich nämlich nicht hier draußen bestellen. Sorry, don't understand. You want fries? Fries, yes. Yes, with fries, okay. And for the drink? Coke. Coke for both? And Dr. Pepper. Dr. Pepper. So it's gonna be 2 Dr. Peppers? Yes. Okay. Anything else? That's all. Okay, it's 2271. Do you guys need any ketchup or anything? Yes, please. Alright, it'll be right out. Thank you. Okay. Das Problem ist ja,
durch diese Freisprechanlage. Man versteht so schlecht. Dann auch auf Englisch. Quickly insert and remove your card from the slot below. Also jetzt raus und dann nochmal rein. Ja. Quickly. Hier, Tipp. Für den Umstand müssen wir leider mal einen Tipp machen. So. Tippen muss man immer machen. Aber doch nicht beim Fastfood-Laden. So, können wir den rausziehen? Ja, aber hier ist es ja so, du hast ja Service, die das zu dir herbringen. Dann brauchst du sehr wohl einen Tipp. Gut, dann ja. Ich bin hier noch nicht gewesen. Haben uns wieder schön dumm angestellt. Ja, wieder war so richtig blöd. Ich setze mir jetzt wieder rein, so wie es aber ist. Ich will aber da draußen essen. Warum? Ich will nicht im Auto essen. Ich will jetzt wieder an den Plätzen essen. Oh Mann. Ah, mit Johnny ist nicht so einfach. Mit dir ist doch nicht so einfach. Du machst doch alles umständlich. Wo stehen wir denn hier? John, also. John? Moment. Ich wusste gleich, es gibt Probleme, das hier draußen zu bestellen. Und John meinte ganz cool, kannst du ja von der Autoscheibe ausmachen, vom Fahrrad zu sitzen bleiben. Das wäre was geworden. Auch. Das wäre was geworden. Wär's nicht. Nee, das wäre nichts geworden, genau. Ja. Gut, die Schwierigkeit beim Bestellen war wirklich eben, dass man die Stimme durch diese Gegensprechanlage schlecht verstehen konnte. Wir auch nicht so gut Englisch können, dann hier, weil wir auch in Texas sind, wo es dann diesen speziellen Dialekt auch noch gibt. Auf jeden Fall wurden jetzt die ganzen Bestellungen, die wir haben, die wurden gerade hier zum Auto geliefert. Und, ja, ich habe das Ganze angenommen und habe mit der Bedienung abgecheckt. Ja, so, dann zeig mal her, was es Leckeres gibt. Ah ja, okay. Das sieht so ähnlich aus wie bei Checkers, würde ich sagen. Die Frage ist nur, welcher Burger gehört jetzt wem? Ja, da wir beide den gleichen bestellt haben, ist die Frage gleich zu beantworten. Hast du auch Dr. Pepper bestellt oder hast du Cola gehabt? Okay. Gut. Ich habe erstmal Cola gedacht und dann hat sie gesagt, zwei Dr. Pepper habe ich ja gesagt. So, erstmal was trinken. Oh, köstlich. Isst man das? Mit dem Mund. Auf jeden Fall lecker. Und tausendmal besser als McDonald's. Ich glaube, da gehen wir auch diesen Urlaub nicht mehr hin zu McDonald's. Das reicht. Ich habe mir bei meinem ersten USA-Roadtrip vorgenommen, nie wieder zu McDonald's zu gehen. Vor allem in Deutschland. Habe ich aber nicht lange ausgehalten, weil sonst gibt es ja kaum Fast Food. Das stimmt. Vor allem bei uns in der Nähe. Lecker. Wir dachten, dass wir jetzt in Kansas angekommen sind. Sind wir nicht. Wir sind aber angekommen in Arkansas. Erklärung, die Aussprache ist Arkansas und nicht Arkansas. Ich hätte gedacht Arkansas, weil es gibt ja auch Kansas. Aber Arkansas heißt das Ganze. Haben wir heute Morgen ja schon gesagt, haben wir schon mal gehört gehabt. Haben wir also einen weiteren Bundesstaat auf unserer Rundreise durch die USA, unserem Roadtrip erreicht. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt groß? Wir haben es jetzt 15.10 Uhr. Wir könnten nach Little Rock fahren, das ist die Hauptstadt von Arkansas.
Aber davor gibt es noch einen Nationalpark, der heißt Hot Springs National Park. Die Kritiken davon, die ich heute Morgen gelesen habe, waren nicht so besonders. Aber ich denke mal, es ist zu früh, dann schon ein Hotel zu suchen, dass wir das nochmal eben dazwischen schieben. Da wären wir auch schon in 80 Minuten fast da. Das ist ja eigentlich nichts. Ja, und dann müssen wir sehen, wenn wir dann da angekommen sind, wie es da ist und was wir dann machen mit Hotelübernachtung. Heute am Wochenende dürften die Rates ein bisschen höher sein als unter der Woche. Auf dieser Reise habe ich selten so eine angenehme Fahrt gehabt, wie jetzt, seitdem wir hier in Arkansas sind. So eine schöne Straße, so angenehm. Überhaupt nicht voll, Tempomat ist eingeschaltet, man hat die Beine ganz bequem also abgestellt, muss eigentlich gar nicht groß aufpassen auf irgendwas, total angenehm, das Wetter ist super, John ist still, sabbelt nicht, ja, was kann es Schöneres geben und ja, das Beste ist, ich bin gleich schon da, noch 40 Minuten, dann müssten wir beim Nationalpark angekommen sein. Aber bis dahin haben wir noch eine schöne Fahrt vor uns. Die Musik läuft, habe ich gerade ausgemacht, aber ich höre hier meine Musik. Einfach herrlich. Ja, wo wir jetzt hier sind, ist echt der komischste Nationalpark, den ich bisher in meinem ganzen Leben lang gesehen habe. Wo der jetzt genau ist, haben wir noch gar nicht mehr rausgefunden. Wir blicken auf jeden Fall hier von diesem Aussichtspunkt auf den Ort Hot Springs. Der übrigens die Boyhood, oder wie man das nennt, die Kindheitsstadt von Bill Clinton, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen ist. Aber eigentlich sollen hier ja so heiße Quellen sein. Keine Ahnung, wo die sind. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir werden die nicht finden. Ja, habe ich das Gefühl, habe ich schon lange. Das ist ganz, ganz komisch. Also, wir haben nach einem Visitor Center gesucht, weil dort ist meistens der Eingang. Wir sind ein bisschen in die Stadt nach unten gefahren. Hatte nichts mit dem Park zu tun, der Visitor Center. Aber dort war ein Eingang, wo die ganzen Leute hochgelaufen sind, aber keine Parkplätze. Und ja, das können wir uns jetzt nicht vorstellen, bei den Temperaturen von dort unten, wo wir jetzt herabblicken, ganz nach oben zu laufen, das Ganze wieder nach unten zu laufen, weil wir auch noch wieder zum Auto müssen. Fahren wir mal diese Straße hier weiter entlang. Wir kurven schon seit noch über einer halben Stunde durch die Gegend hier sinnlos. Aber naja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist eben auch sowas, ne? Jetzt haben wir aber begrenzte Möglichkeiten, weil die Möglichkeit, den wirklichen Visitor Center und den Eingang zu finden, ist gering. Ja, jetzt haben wir einen Ort gefunden. Keine heiße Quelle, aber immerhin Wasser. Ich würde mal sagen, Ziel verfehlt. Entweder von uns, weil wir das Ziel einfach nicht gefunden haben, was wir ansteuern wollten. Oder aber, ja, was soll ich sagen, vom Staat Arkansas, Ziel verfehlt. Touristen, die von nichts eine Ahnung haben, wo was ist, dahin zu führen, wo was ist. Aber egal. Ist jetzt schon eine schöne Abendstimmung hier, oder Spätnachmittagsstimmung. Und das Wasser ist hier am Plätschern. Richtig schöner, friedlicher Ort. Da hinten ist ein Campingplatz. Hier bleiben wir erstmal jetzt. Lassen mal die Seele baumeln. Und die Beine.
Ja, jetzt werde ich hier als Versuchskaninchen missbraucht. Ich muss hier rüberlaufen. Und wenn ich es. Du musst, du willst. Wenn ich es halt rüber geschafft habe, dann traut sich Stefan her. Oh, das war ganz schön rutschig. Ich brauch ganz kurz, okay? Ich muss lieber drüber nachdenken. Mach's lieber nicht. Das sind nasse Füße ohne Ende. Ohne Ende. Wenn ich hier drauf bin, dann ist es frei. Ja. Bring dir auf, Ding. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es da wieder rutschig ist, weil dort ist wieder der Stein knapp. Ich mache nicht so ein Problem, dann kann man einfach hier lang gehen. So, da meine Schuhe ein bisschen anders beschaffen sind, nämlich so. Brauche ich eine Stelle ganz ohne Wasser und ich habe sie vielleicht sogar gerade gefunden. Geht's auch. Und hier trifft man sich. Oh. Was hast du denn? Scheißfies ins Auge geflogen. Immer so nah zum Auge hinwischen. Hä? Vom Auge zum Auge hinwischen. Zur Nase. Der Kleine lernt so richtige Pfadfinder-Tricks hier von mir in diesem Roadtrip-Urlaub. Überleben in Amerika. Schon, siehst du? Sieht irgendwie anders aus. So, ich werde jetzt mal ein Zimmer buchen für heute Abend oder heute Nacht. Und zwar im Ort Little Rock. Das ist ein bisschen entfernt von hier noch. Aber hier gibt es was für 72 Euro. Ein Zimmer für 4 Erwachsene mit 2 großen Betten. Nehmen wir jetzt mal auswählen, reservieren. Dauert ein bisschen länger alles hier, weil Internet jetzt ziemlich schlecht ist. So, der Preis ist nochmal geblieben bei 72 Euro. Letzter Schritt. Es dauert. Buchen und bezahlen. Geheimnummer eingeben. Karte verwenden. Es ist warm. Es dauert. Es dreht sich und dreht sich. Kuchen wird importiert. Ah. So.
Wir haben Guest Inn and Suites Midtown im Medical Center von The Rock. So, auf geht's. Das Ganze dauert zum Glück nicht eine Stunde, sondern 49 Minuten. Ich würde sagen, das Ganze starten wir auch mal. Das war auch nur geschätzt. Was, aua. Das ist anrempeln. Ja. So, aus dem Auto brauchen wir noch ein bisschen, ungefähr so 5 Minuten, ne? Wenn wir es denn finden. Ich weiß noch, wo das steht, glaube ich. Gut, das war für mich kein Nationalpark hier. Es war ganz nett. Es war nett. Es war wirklich eine tolle Stimmung hier. Ich hätte auch Bock, hier zum Camping zu machen, muss ich mal sagen. Och. Mit so einem tollen Wohnwagen. Aber nicht mit dem. Mit wem? Mit dem nicht, genau. Mit dem lieber nicht. Angekommen in Little Rock und schon sind wir beim Walmart drin und ich muss leider erblicken, es gibt nicht meinen favorisierten, wie heißt er nochmal, Southwest Salad. Ich könnte jetzt wählen zwischen Santa Fe und Caesar Salad. Ich nehme glaube ich mal den hier. Mal was Neues. Ja. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und was er einmal mag, das nimmt er dann auch. Also nehme ich jetzt doch den Southwest Salad und tue den anderen wieder weg. Wassermelone. So, ich habe heute mal ein Miller High Life Champagner des Biers. Ich bin sehr gespannt. 2,49 Dollar. Zum Trinken leckeren Erdbeeren-Squack. Nochmal. Was hast du denn gesagt? Nesquack habe ich gesagt. Nesquack. Und zum Trinken Erdbeeren-Squack. Scheiße. Das passiert, wenn man zu viel Nesquack trinkt. Man vergisst, wie man es ausspricht. Das war der zweite Versuch für diese Aufnahme. Ein bisschen Hilfe wäre auch ganz nett. Wie bitte? Danke. Ja,
Wagen aufmachen. Was hast du gemacht? Mach doch den Wagen auf am Ende des Tages. Oh, los geht's mit der Roomtour. Erstmal wieder Koffer rein. So. Mit Küche sogar. Was ganz Neues, dass wir mal ein Waschbecken hier mit drin haben. Ich würde sagen, wir fangen aber an mit dem Badezimmer, weil hier haben wir auch ein Waschbecken. Und zwar hier. Ja, dann haben wir die Toilette hier und eine Dusche. Ja, weiter geht's. ja, dann kommen wir hier zum Hauptraum. Hier haben wir das erste Queen-Size-Bett. Diesmal keine Arbeitsfläche, sondern einfach so ein Zweiertisch, kann man aber auch als Arbeitsfläche verwenden. Dann haben wir neben dem Nachttisch das zweite Queen-Size-Bett, den Fernseher. Fernbedienung sieht ja sehr komisch aus. Ja, und dann haben wir noch einen Sessel. Boah, der ist bequem. Wie sieht unser Auto von hier aus? So, endlich mit allem fertig und jetzt kann man in Ruhe im Hotel das Essen genießen. Bei mir Wassermelone. Ich nehme immer Wassermelone, weil ich weiß, es ist nicht so ein richtiges Abendessen, aber ich finde es eigentlich nochmal ganz gut, nach so einem Tag, vor allem wenn man dann noch einkaufen geht, eine Erfrischung zu haben. Lecker. So, kommen wir zum Hochgenuss. Also, viele würden ja vielleicht sagen, so ein Salat aus dem Supermarkt, der schon fertig ist, das kann man nicht essen. Es ist wirklich köstlich. Also, ich würde es sonst echt nicht immer wieder kaufen. Ist ja auch Walmart. Ja. Der eben. Supercenter. Und so lecker. Ach so. Mein Bier. The Champagne of Beer. Ich bin sehr gespannt. Boah. Von Miller. Moment, einmal noch. Ich sehe schon den Blick. Muss das die große Dose sein? Das gibt's nur so. Normal mag ich Miller nicht so gerne. Dies ist durchaus trinkbar. Aber Champagner der Biere ist das auf jeden Fall nicht. Also, nein. Da war mein Boston Lager von gestern. Das war ein Champagner. Das ist wirklich köstlich. Okay. Der Abend kann beginnen. Mit Fernsehen sogar. So, jetzt haben wir heute in Texas eine Drohnenaufnahme gemacht. Und was soll ich sagen? Ich wollte die Datei eben sichern. Die Datei ist kaputt. Jetzt habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt, was man machen kann. Und da hat einer geschrieben, man muss einfach nochmal eine Datei aufnehmen. Dann kann es sein, dass die Datei wieder funktioniert. Das ist sehr ärgerlich. Das waren echt tolle Aufnahmen an so einem Wasserturm. Aufnahme läuft. Oh. Ey, hau auf mit dem Scheißding. Ist gut, oder? Pass auf, wenn das dann weggefügt ist. Oh.
gibt hier einen, der hat immer Angst vor so einer Drohne, das ist John. Hör auf jetzt, Erfel. Ich merke schon, also hör auf jetzt, ich schwör, lass es. So, jetzt habe ich auch noch... Oh, Moment. Lass es jetzt, bitte. Bitte hör auf jetzt. Oh, flieg jetzt von mir. Flieg jetzt weg von mir, bitte. So. Dann landen wir wieder. So. Und jetzt gucke ich nach, ob jetzt die Datei, die davor auf der Karte aufgenommen worden ist, ob die jetzt wieder funktioniert. Ha! Ich glaub's nicht. Also Google ist schon sehr geil. Die Datei, die wir heute gefilmt haben in Texas, funktioniert. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ein Roadtrip braucht Benzin. Und wir füllen mal eben nach. Läuft auch schon. Was haben wir heute vor nach unserem guten Frühstück im Hotel? War echt ganz gut. Hab endlich mal einen Toast mit Erdnussbutter gegessen. Und wir haben heute vor, nach Tennessee, in den Bundesstaat Tennessee zu fahren. Und zwar haben wir als Ziel Graceland angegeben. Das ist die ehemalige Behausung von Elvis Presley. Wenn man doch hier in der Gegend ist, muss man natürlich auch dahin, das ist ja wohl selbstverständlich. Ja, Wetter ist super. Kann nicht besser sein, der Tag. Jetzt kommt John. Das war John. So kennt man ihn. Sind wir jetzt aktuell noch auf dem Parkplatz, aber von einem ganz besonderen Parkplatz, denn wir wollen jetzt das Haus von Elvis Presley besuchen, aber erstmal müssen wir Tickets kaufen. Parkplatz haben wir schon bezahlt, $10. $10 schon mal. Wir haben jetzt Tennessee erreicht. Memphis ist wohl irgendwie geteilt. Ein Teil ist Arkansas und ein Teil ist Tennessee. Also ich habe auf der Karte schon geguckt, wir wollten gucken, ob wir schon in Tennessee sind. Da habe ich gesehen, also ich habe immer die Orte so weiter gescrollt und drauf gedrückt, dann steht da ja auch, welcher Staat das ist. Und dann habe ich gesehen, da steht schon West Memphis und das gehörte noch zu Arkansas. Aber jetzt sind wir wohl wirklich drin. So, die Tickets haben wir jetzt. Reden wir über den Preis. Pro Person kostet der Spaß mal eben $80. Aber ein bisschen weniger, eine andere Tour noch, die man machen kann. Aber die ist dann so, dass man nicht zu seinem Haus hinkommt, sondern nur zu seinen Autos und Flugzeugen. Wir sind natürlich hier, um das Haus auch zu sehen. Gut, müssen wir jetzt auch einen Apfel beißen und haben wir ja schon. Dafür haben wir hier tolle Tickets bekommen. So. Jetzt müssen wir irgendwie Turn to the left, hat er gesagt. Und da sind das denn drei? Ja, einmal etwas, was ich das hier noch ist. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist das Ticket für das Shuttle oder sowas. Achso. Gut, gehen wir mal raus. Also, was ich schon mal sehr, sehr krass finde, ist, auch mit dem Einlass und so, es ist hier wie in einem Freizeitpark. Es ist wie bei Universal hier, wie es aussieht. Ja, ja, also das ist extrem. Ist halt nur ein bisschen leerer. Ja. Aber sonst, wirklich, man hat so ein Freizeitpark-Feeling. Ja, muss ich auch sagen. Und natürlich alles voll mit Souvenirshops. Ist der Wahnsinn, was daraus gemacht wird. Aber okay, er ist nun mal eine Legende und bleibt eine. Was ich mich nun mal frage, ist, ob der das so geil gefunden hätte, wenn jetzt so Leute wie wir in seiner Bude rumlaufen. Noch sind wir ja nicht da.
Wo müssen wir denn überhaupt jetzt hin? Das ist die zweite Frage. Da ist auf jeden Fall ein Museum. Show Theater. Gehen wir erstmal da rein. Links neben mir, von euch gesehen, rechts neben mir ist die Bandmaschine und damit wurden die Songs aufgenommen. Und da sieht man auch, was die Zeit eigentlich macht. Heute kann man alles, also wenn man es professionell macht, dann machen das die meisten auch schon an einem PC und das finde ich schon heftig, weil das sieht schon aus, das könnte in so einer alten Fabrik stehen. Keine Ahnung, sieht irgendwie nicht nach Musik aus. Eher nach harter Arbeit. Und im Elvis-Museum gab es, wie schon erwartet, persönliche Gegenstände von Elvis. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich erstaunlich, zum Beispiel hier ganz viele Anzüge, die er während seiner Shows getragen hat. Ich hatte eigentlich recht wenig, was heißt das, recht wenig Interesse gegenüber Elvis. Ich war kein Fan, habe einfach neutral über ihn gedacht. Aber das Interesse ist auf jeden Fall während dieses Besuches gestiegen. Also ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Hier kann man auch mal sehen, wie erfolgreich der war. Also war einem natürlich schon immer klar, aber jetzt die ganzen goldenen Schallplatten und CDs da vor sich glitzern zu sehen, war nochmal ein ganz anderes Level. Also Respekt. So, sind wir schon wieder ein Stück weiter. Jetzt sind wir mit dem Shuttle hier zum Haus von Elvis Presley. Kann man schon ein bisschen sehen im Hintergrund. Hingefahren worden. Und ich glaube, wir können gleich reingehen. Ich glaube, das kann noch ein wenig dauern, weil hier sind viele Menschen. Wie man hier an seinem Wohnzimmer sehen kann, der Elvis hat echt gut gelebt und auch das Schlafzimmer sieht sehr gemütlich aus, das Bett. Es ist natürlich alles etwas in die Jahre gekommen, der Stil, aber trotzdem auch wie zum Beispiel hier das Esszimmer, es gibt so einen gemütlichen Vibe ab, also auch hier die Küche, alles so noch ein bisschen typisch amerikanisch, sehr wohlhabend, aber der hat ja auch jede Menge Geld gehabt. Hier gehen wir gerade in den Keller hinunter. Ja, alles verspiegelt und man sieht ja auch, wir waren nicht die Einzigen auf dieser Tour. Es ist natürlich ein Durchgeschleuse, aber geht nun mal nicht anders. Elvis Presley ist eben heute noch in aller Munde und in aller Ohr. Und hier sind wir auch schon bei dem berühmten Jungle Room. Ja, der wurde sogar für einige Songs als Studio verwendet. Und hier waren ein paar Sessions. Und die Songs sind nach dem Besuch, die dort aufgenommen wurden, zum Soundtrack der restlichen Reise für uns geworden. Wir haben es nämlich immer im Auto gehört, weil wir es so krass fanden. Wow, da wo das passiert ist, in dem Raum, standen wir auch wirklich drin. Und es ist natürlich echt krass, was er da so gebaut hat. Das war das Highlight meiner Meinung nach, der Kinoraum mit drei Fernsehapparaten und auch noch ein Billardtisch. Man sieht, da ist so eine kleine Ecke angehauen. Das ist wohl passiert, als ein Freund von Elvis da einen Trick versucht hat zu machen. Kopfhörer habe ich auf, aus folgendem Grund. Es gab einen Guide und sogar auf Deutsch, also konnte man die Sprache einstellen mit dem iPad und Kopfhörern. Echt cool. Ja, und Elvis liebte Pferde und er hat auch seiner Familie Pferde gekauft, aber irgendwann liebte er keine Pferde mehr, als er nämlich einmal runtergefallen oder abgeworfen worden ist. Aber wie wir gehört haben, hat er später seine Liebe zu den Pferden wiederentdeckt und ist dann auch wieder geritten. Und hier kommen wir dann zum traurigen Ende der Tour. Ja, hier liegen die Familienmitglieder der Presleys. Was mich am meisten überrascht hat, wo ich gar nicht dran gedacht hatte, dass hier auch die Gräber der ganzen Presley-Familie auf dem Gelände waren. Da habe ich also gar nicht dran gedacht. Ja, und ich fand es irgendwie voll krass so. Natürlich kann man Elvis nicht mehr treffen, weil er tot ist, aber man hat ihn quasi getroffen, weil er war ja nicht mal einen Meter von dir entfernt. Ja. Genau genommen. So gesehen, ja. Ja, gut. Was Hunger. Machen wir jetzt? Hunger. Hunger? Hunger. Gut, dann gehen wir jetzt was essen. Essen ist da. Bei mir gibt es Dave's Triple und erstmal muss ich gucken, wie ich das Ganze ausbreite. Normalerweise gab es immer ein Tablett dazu. So, da das natürlich auch alles was Besonderes ist hier, das Essen, weil es das nicht in Deutschland gibt, muss es auch alles auf Instagram festgehalten werden. Und jetzt kann man sich das Ganze schmecken lassen. Ich habe mir heute mal was anderes geholt, nicht den Baconator oder wie der heißt, sondern den Double Big Bacon Classic. Das ist der teuerste Burger, den es hier gibt. Der kostet nämlich als Einzelteil oder als in der Combo 12,09 €. Und als Double kostet das bisschen mehr, 13,49 € oder Dollar. Und wie schmeckt er? Ja, wie alle Burger hier, vorzüglich. Und als Getränk habe ich mir geholt heute mal Dr. Pepper Strawberry.
Das ist richtig gut. Die bekomme ich jetzt immer. Perfekt. So, und schon sind wir wieder auf der Straße. Wir fahren aber jetzt nicht weiter. Wir bleiben jetzt in Memphis erstmal und fahren gleich über den Mississippi. Und links und rechts von der Brücke offenbart sich uns eine richtig tolle Aussicht, wo wir es gleich ein bisschen einfangen können. Links ist eine Pyramide zu sehen. Das ist ein Wahrzeichen von Memphis. Und rechts können wir dann gleich die Skyline sehen. Und mal eben sehen, ob wir das, ja, hier schon mal die Skyline. Und die Pyramide, die sieht man auf der anderen Seite der Brücke. Ich hoffe, man kann es erkennen. Mal gucken. Die Ausfahrt nehmen, dann links halten auf Front Street North. So, hier ist die Pyramide, mal aus der Nähe betrachtet. Ein riesengroßes Ding. Ungefähr so groß wie die Pyramide in Las Vegas, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Mindestens genauso groß, ja, würde ich sagen. Ein wahnsinnig imposantes Bauwerk, also der Hammer. So, mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen oder was da drin überhaupt los ist. Hoch kann man auf jeden Fall, wie wir sehen, weil da oben stehen Leute auf einer Terrasse. Ja, wollen wir mal versuchen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Ja, eine Mall ist das Ganze jetzt nicht von innen. Es ist so ein großes Outdoor-Einkaufszentrum. Also kannst du alles Mögliche kaufen, Fisch zum Fischen, Angeln, was auch immer. Und auf jeden Fall, wir stehen vor einer großen Schlange, in einer großen Schlange inzwischen, die immer größer wird. Und ja, wir warten auf einen Fahrstuhl, um die Pyramide nach oben zu fahren. Wir stehen hier auf einer Art Glasboden in atemberaubender Höhe und das Springen macht nichts, aber es ist ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall, wenn ich so runter gucke, dann blicke ich auf diesen Glasrand von der Pyramide. Wenn wir jetzt hier runterfallen würden, würden wir bis unten runterrutschen wahrscheinlich. Also ich glaube, es würde ein bisschen heiß werden, so, wenn wir da runterrutschen, aber sonst macht es, glaube ich, Spaß. Ja, glaube ich, weniger. Auf jeden Fall blicken wir hier und das ist wirklich die 8 Dollar Eintritt pro Person hier wert. Auf dem Mississippi und auf die Downtown von Memphis. Und das ist ein atemberaubender Anblick, muss ich mal sagen. Also das hätte ich nicht erwartet. Eine richtig tolle Idee, so eine Aussichtsplattform hinzustellen. Und man kann hier dann einmal fast ganz rumgehen. Guck mal, da wurde es abgesperrt, weil das Glas ja schon am Zerspringen ist. Ja, siehst du. Da gehen wir mal lieber nicht hin, würde ich sagen. Geht das auch? Thank you.
Von hier oben hat man perfekte Aussicht auf den Mississippi und auch auf unser Auto, was wir auch schon gefunden haben hier oben. Stefan hat es gefunden, ich noch nicht. Ah, jetzt habe ich es auch. So, auch wenn wir gerade aus Memphis Richtung Nashville fahren, wir sind noch ein bisschen in dieser Elvis-Stimmung. Also das hat wirklich, wir hören die Musik gerade auch. Ja, Moment. Was? Ja, nicht zu lang, sonst kommt Copyright. Wir waren ja in diesem Jungle Room und dort hatte auch mal als Tonstudio verwendet gehabt. Und diese ganzen Songs hören wir gerade während der Autofahrt. Stefan nochmal. Ja, und echt cool, muss ich mal sagen. Normalerweise bin ich kein großer Elvis-Fan oder sowas. Also ich sag mal so, ich finde, seine Musik ist nicht schlecht und er hat richtig gut, vor allem für seine Zeit und alles drum und dran und auch wie er performt hat. Aber diese Musik, so alt ist Stefan nun auch nicht und ich erst recht nicht. Ich wollte sagen, ich bin normalerweise kein großer Elvis Presley-Fan, aber diese Musik, die ist kein richtiger Rock'n'Roll ist, die finde ich also richtig gut. Die kann ich mir auch den ganzen Tag anhören, wie auch jetzt im Auto. Also echt klasse, diese Jungle Room Session oder wie das heißt. Ja, und was haben wir jetzt vor? Wir fahren jetzt Richtung Nashville, wie Don schon sagt, und wir werden uns dann unterwegs irgendwo ein Hotel- oder Motelzimmer suchen, denn die Fahrt dauert wie lange noch? 2 Stunden und 49 Minuten. Das ist zu lange, kein Bock mehr so viel zu fahren. Mal sehen, wo es uns hinzieht. Also, das ist ja das Tolle an so einem spontanen Roadtrip. Stefan, guck mal nicht, was glaubst du, wie spät haben wir es? 17 Uhr, würde ich sagen. Es oh, 4:30. Für mich fühlt es sich gar nicht so an. Also, ich habe es immer so. Man guckt irgendwann im Auto auf die Uhr, denkt so, ja, jetzt haben wir es so 13:30, 14 Uhr, steht da 17 oder in dem Fall jetzt 16:30 drauf. Also die Tage vergehen echt wahnsinnig schnell. Das stimmt. Darf ich nicht anfassen? Hier, erst mit 21. So, wir haben jetzt das erste, ja, richtig typische amerikanische Motel, wo man auch mit einem Auto vor seiner Tür parkt und ja, erinnert mich sehr an unseren ersten USA-Trip, denn dort ist es so am häufigsten gewesen, dass die Motels so waren.
So, ich würde am liebsten direkt mit der Roomtour beginnen. Allerdings ist unser Auto noch offen. Deshalb hole ich noch kurz die Sachen daraus, damit ich die Tür schließen kann, damit es nicht allzu auffällig ist. Kurz Moment. So, los geht's. Und zwar, hier ist das erste Queen-Size-Bett. Das zweite ist dahinter. Hier haben wir eine Arbeitsfläche. Ja, den Fernseher haben wir hier. Wenn wir dann weitergehen, kommt das Waschbecken und das Badezimmer. Das Ganze ist hier. Und Stefan ist auch hier. So. Das ist keine Scheiße, die der klebt, das ist Rost. Einmal zeigen. Und das ist die Badewanne. Weich die Bett.